Zu meiner Überraschung war Rodney ein Ghoul. Irgendwie hatte ich einen Vampir erwartet. Bones hob meine Mutter aus dem Rücksitz. Das Isolierband klebte noch immer auf ihrem Mund und übergab sie mir, um alle miteinander bekannt zu machen. Rodney verzog keine Miene. Er war es offenbar gewohnt, dass ihm gefesselte und geknebelte Leute ins Haus gebracht wurden. Ich stellte meine Mutter auf die Füße und schüttelte Rodneys Hand, so gut ich konnte, während ich gleichzeitig versuchte, Mom daran zu hindern, das Weite zu suchen. »Tut mir leid, dass ich Ihnen zur Last fallen muss, Rodney, aber könnten Sie mir sagen, wo das Badezimmer ist?« »Sie fallen mir nicht zur Last. Linke Hand, bitte«, antwortete er lächelnd. Ich zerrte meine Mutter hinter mir her. »Wir sind gleich wieder da, Bones. Ich möchte, dass sie sich ein bisschen frisch macht und ich will kurz mit ihr reden.« »Lass dir Zeit, Süße.« Ich verriegelte die Tür hinter uns und ließ sofort heißes Wasser in die Wanne laufen. Auf der Fahrt hatte ich mir einen Plan zurechtgelegt, aber jetzt musste ich meine Mutter überreden, mitzuspielen. Hinter ihren Knebel knurrte sie wütend und ich seufzte. Selbst bei laufendem Wasser würde uns Bones vielleicht hören. Ich warf einen flüchtigen Blick Richtung Badezimmerspiegel und drehte das heiße Wasser so weit wie möglich auf. Bald schon füllte sich der Raum mit Dampf. Bingo! Mit den Fingern schrieb ich auf den nun beschlagenen Spiegel. »Morgen gehen wir. Sag nichts. Er hört dich.« Sie riss die Augen auf. »Er hat den Mann getötet, den Grandpa Joe und Grandma auf den Gewissen hat, Mom«, sagte ich deutlich hörbar. »Er wird mir nichts tun. Und die auch nicht.« Sie schrieb vier Wörter unter, die meinen. »Gehen wir ohne ihn?« Ich nickte, obwohl ich mich am liebsten übergeben hätte. »Ich weiß, wie sehr du Vampire hast, und ich weiß, dass es schwer für dich ist, aber du musst mir jetzt zuhören.« »Er weiß von nichts. Er würde uns aufhalten.« »Gib mir einfach ein bisschen Zeit. Du musst mir vertrauen. Unser Leben hängt davon ab.« »Spiel mit, egal was passiert.« »Wir bleiben über Nacht hier. Morgen verlassen wir dann das Land. Es geht nicht anders.« Das sagte ich mir im Geiste immer wieder selbst vor. Es ging nicht anders. Es tat nur so unglaublich weh. »Also, wirst du jetzt vernünftig sein? Kann ich dir den Knebel abnehmen?« Sie warf mir einen strengen Blick zu, dann schrieb sie wieder etwas auf den Spiegel. »Wir gehen ohne ihn. Versprich es.« »Du kannst mir vertrauen«, sagte ich noch einmal. »Versprochen.« Meine Mutter nickte knapp und ich nahm ihr den Knebel ab. Sie warf einen Blick Richtung Tür, sagte aber nichts. Ich nahm eins der hübschen Gästehandtücher und löschte unsere Worte auf den Spiegel aus. »Versuche höflich zu sein, wenn wir draußen sind.« Bones und Rodney saßen am Tisch, meine Mutter beäugte beide wütend, hielt aber den Mund. Für ihre Verhältnisse war das höflich. »Sucht es euch aus, welches Gästezimmer ihr mögt. Eins ist oben, das andere im Keller.« »Zeig mir das im Keller«, bat ich ihn prompt. »Gern doch, immer mir nach.« Ich nahm meine Mutter am Arm und wir gingen die Kellertreppe hinunter. Rodney öffnete die Tür zu einem Gästezimmer mit flauschiger Bettdecke und, ganz wichtig, ohne Fenster. Mit einem leichten Schubs beförderte ich meine Mutter hinein. »Das ist perfekt für dich, Ma.« Sie starrte mich verständnislos an, als ich mich anschickte zu gehen. »Wo willst du denn jetzt hin?« »Nach oben, zu Bones. Gute Nacht.« Ich schlug die Tür zu und beobachtete mit grimmiger Genugtuung, wie Rodney die Tür von außen verriegelte. Die bloße Tatsache, dass er im Keller ein Schlafzimmer hatte, das man von außen abschließen konnte, hätte eine Erklärung bedurft, ging mich aber nichts an. Beinahe noch im gleichen Augenblick fing das Gehämmer an. »Catherine, du willst doch wohl nicht...« »Darüber reden wir morgen, Mom, wenn wir alleine sind. Morgen. Mach keine Scherereien, sonst bekommt Rodney noch Hunger.« Ich hatte zwar keine Ahnung, ob das der Wahrheit entsprach, aber er zwinkerte mir zu und machte ein paar kehlige Knurrgeräusche. Drin wurde es sofort still. »Vielen Dank«, flüsterte ich. Sie hätte sonst noch die ganze Nacht keine Ruhe gegeben. Als wir die Treppe hinaufgingen, lächelte er. Er verschloss auch nochmal die Kellertür und warf mir einen vielsagenden Blick zu. »Falls ihr es so toll treibt.« Bones wartete im anderen Gästezimmer auf mich und ich fiel ihm sofort in die Arme, atmete seinen Geruch ein. Ein paar Minuten lang hielten wir uns nur eng umschlungen. Selbstsüchtigerweise versuchte ich mir einzuprägen, wie es war, ihn so nahe zu spüren. Ich wusste zwar, dass es nicht anders ging, aber... Oh Gott, es tat so weh. »Ich habe dir doch gesagt, wir würden diese Nacht überstehen, Süße. Du hast mir nicht geglaubt.« »Nein«, antwortete ich leise.
habe ich nicht. Aber du hattest recht und ihr seid beide am Leben. Das ist das Wichtigste überhaupt für mich.« »Für mich bist du das Wichtigste überhaupt.« Er neigte den Kopf und ließ die Lippen sacht über meine gleiten. Ich legte die Arme um ihn und drückte ihn ganz fest an mich. Morgen früh würde ich blaue Flecke haben. »Warum weinst du?« flüsterte er. Ich wischte die Tränen weg, die ich gar nicht bemerkt hatte, weil ich es nicht ertragen könnte, wenn dir etwas zustoßen würde. Er küsste mich. »Mir wird nicht zustoßen, versprochen.« »Das verspreche ich dir auch. Genau genommen werde ich sogar mein Leben dafür geben. Eins musst du wissen, trotz allem bin ich so froh, dass ich dir begegnet bin,« brach ich mit erstickter Stimme hervor. »Das war das Beste, was mir je passiert ist. Wärst du nicht gewesen, hätte ich nie gewusst, wie es ist, geliebt zu werden. Bedingungslos, sogar mit den Eigenschaften, die ich an mir selbst hasse. Mein Leben wäre leer und voller Schuldgefühle gewesen, aber du hast mir eine ganz neue Welt gezeigt, Bones. Ich werde dir nie genug für alles danken können, was du für mich getan hast, aber ich werde dich lieben bis in den Tod. Vielleicht würde er sich daran erinnern, wenn ich fort war. Vielleicht würde er mich für das, was ich tun musste, nicht hassen.« »Kätzchen«, stöhnte er, als er mich aufs Bett zog. »Bevor ich dich kennengelernt habe, dachte ich nur, ich würde leben. Du wirst mich lieben bis in den Tod. Das ist nicht einmal annähernd lange genug.« Ich verfluchte jenen Sonnenstrahl, der mich mit seinen Erscheinungen verspottete. Bones hatte mir schon gesagt, dass Rodney und er etwa 4 Stunden außer Haus sein würden, um noch letzte Vorkehrungen für unsere Abreise zu treffen. Sie würden Rodneys Wagen nehmen und mir den Volvo da lassen, falls wir hier rasch verschwinden mussten. Jetzt musste ich also nur noch abwarten, bis er ging, und nicht ahnte, dass wir uns nie wiedersehen werden. Rodney, der kultivierte Ghoul, machte Frühstück, Pfannkuchen und Omelettes für meine Mutter und mich. Unter meinen drohenden Blicken aß sie auch tatsächlich, machte dabei aber ein Gesicht, als müsste sie bei jedem Bissen ersticken. Aus Höflichkeit zwang ich mich zu essen. Ich hatte zwar keinen Appetit, wollte aber auch nicht ungehobelt erscheinen. Ich war nur froh, dass Rodney es später aß, wie auch immer sein Frühstück üblicherweise aussehen mochte. Als Bones zur Tür gehen wollte, überraschte ich ihn, indem ich ihn packte und ihm die Arme um den Hals warf. Ich vergrub den Kopf in seine Halsbeuge. »Ich kann dich doch nicht gehen lassen. Ich kann es einfach nicht. Es ist zu früh.« »Was soll das denn? Vermisst du mich schon, bevor ich überhaupt weg bin?« Es zerriss mir das Herz. »Ich werde dich immer vermissen, wenn du fort bist.« Es war eine gewagte Gratwanderung, aber ich musste es einfach sagen. Die Zärtlichkeit, mit der er mich küsste, war quälend. Ich hielt ihn fest und gab mir die größte Mühe, nicht zu weinen. »Es tut so weh. Wie kann ich dich fortlassen? Wie kann ich zulassen, dass du einfach so gehst?« »Wie könntest du nicht?« entgegnete die Logik in mir. »Du liebst ihn, dann beweis es. Schütze ihn.« Unerbittlich schluckte ich die Tränen hinunter. »Besser jetzt als später. Du weißt, dass es die richtige Entscheidung ist. Er wird viel länger leben als du, und irgendwann wird er dich vergessen haben.« Ich machte mich von ihm los. Ganz sanft berührte ich sein Gesicht. »Gib mir die Jacke.« Noch während ich seine letzte Umarmung auskostete, besiegelte ich unseren Untergang. Bones ließ die Jacke von seinen Schultern gleiten und zog fragend eine Augenbraue hoch. »Draußen ist es kalt«, erklärte ich. Bones gab mir die abgewetzte Jeansjacke, die er gestern getragen hatte, als er die Massenkarambolage verursacht hatte, und ich steckte sie zusammengefaltet unter den Arm. Noch einmal berührten seine Lippen sacht meine Stirn, als ich gerade die Tür hinter ihm schließen wollte. »Du schaffst das. Lass ihn los. Es geht nicht anders.« »Sei vorsichtig, Bones. Bitte sei vorsichtig.« Er lächelte. »Keine Bange, Süße. Ich bin in Handumdrehen wieder da.« Noch lange, nachdem sie abgefahren waren, sah ich durch den Türspion, dann fiel ich auf die Knie und ließ all meinen Schmerz freien Lauf. Ich weinte, bis mir die Augen brannten und ich kaum noch atmen konnte. Es schmerzte so viel mehr als die Schusswunden. 20 Minuten später stand ich wieder aufrecht und war ein anderer Mensch. Zum Heulen hatte ich keine Zeit mehr. Ich hatte etwas zu erledigen. »Jeder muss mit seinem Schicksal klarkommen«, hatte Bones immer gesagt. Nun, ich war nicht ohne Grund eine Halbvampirin, und nun war meine Chance gekommen, das auch zu beweisen. »Kommt nur alle her, ihr Blutsauger. Die rothaarige Gevatterin Tod erwartet euch.« Ich ging zu meiner Mutter und redete im leisen, knappen Tonfall auf sie ein, eins nach den anderen. »Zieh dich an, wir gehen. Ich werde dir jetzt genau erklären, was du zu sagen hast, und Gott steht dir bei, wenn du es nicht haargenau so machst.«
Über uns schwebte der Helikopter wie ein großer mechanischer Käfer am Himmel. Don Williams wurde auf sein Drängen hin im Rollstuhl durch das unwegsame Gelände geschoben und 10 weitere Agenten schwärmten in die nähere Umgebung aus. Inmitten dieser Szenerie kauerte ich über Switch Leiche. Sie zu finden war mir nicht schwer gefallen. Bones hatte mir ja erzählt, dass er sie im Wald nahe des Kellerlakes zurückgelassen hatte. Mit einem geschärften Geruchssinn hatte ich ihm bald nach der Ankunft gewittert. Switch zerfallene Überreste waren nun in eine Jeansjacke gehüllt und aus seinem Rücken ragte grotesk ein Silbermesser. Selbst im Rollstuhl hatte Don alles fest im Griff. »Ist er das?« wollte er im Näherkommen wissen. »Er ist es.« Don sah auf die bis zur Unkenntlichkeit zerfallene Leiche herunter und runzelte die Stirn. »Das sind ja nur Knochen.« »Lustig, dass Sie das sagen,« antwortete ich mit ausdrucksloser Miene. »So hieß er nämlich, Bones.« Der kalte Wind ließ mich rösteln und ich warf einen Blick auf die triste Landschaft. »Er ist tot. Wozu die Eile? Als Sie uns verständigt haben, sagten Sie, Sie würden wieder gehen, wenn wir nicht binnen einer Stunde da wären, weil es zu gefährlich sei, länger zu bleiben.« »Naja, jetzt ist eine Dreiviertelstunde um und es sieht nicht so aus, als würde der Typ noch irgendwo hingehen.« Ich richtete mich auf und sah auf seinen Rollstuhl hinunter. »Weil er mir gestern gesagt hat, dass Vampire sich wegen vorgestern Nacht rächen wollen. Oliver stand auf, du und du mit Reißzähnen. Das Team ist noch nicht einsatzfähig und alleine lege ich mich nicht mit ihnen an. Ich werde nicht meinen Hals riskieren und mich ihnen zum Fraß vorwerfen. Bringen Sie meine Mutter und mich von hier weg. Sofort.« »Die Leiche nehmen wir auch mit. Wir wollen sie untersuchen.« Ich zuckte mit den Schultern. »Untersuchen Sie, so viel Sie wollen, aber beeilen Sie sich. Vampire wittern Sterbliche meilenweit. Jeder, der hier noch lange in den Kieferzapfen herumwühlt, wird ruckzuck als fetter Snack enden.« Don starrte mich an. »Warum sollte ich Ihnen glauben?« Scheinbar verärgert, wo ich mir mit der Hand durchsah. »Auch all Ihre Männer, die gestern verletzt wurden, müssen verlegt werden. Die Vampire werden versuchen, Informationen aus Ihnen herauszuholen und diese Agenten wissen bestimmt so einiges, was Sie lieber nicht den Untoten anvertrauen sollten.« Ein paar endlose Augenblicke lang starrte er mich durchdringend an und ich starrte genauso durchdringend zurück. Endlich war die Entscheidung gefallen und er wandte sich an seine Männer. »Los, Leute, kommen wir zum Schluss. In 5 Minuten hauen wir ab. Jemand soll das Krankenhaus anweisen, all unsere Verletzten schnellstens in den Sanitätshubschrauber zu bringen. Zielort noch nicht angeben. Stanley, Sie kümmern sich um den Transport der Leiche. Und zwar fix. In 5 Minuten sind wir in der Luft.« Hektische Betriebsamkeit brach aus, als die Agenten sich beeilten, dem Befehl nachzukommen. Während sie noch mit den letzten Vorkehrungen beschäftigt waren, setzte ich mich neben meine Mutter. Stumm legte sie ihre Hand in meine. »Mrs. Crawfield!« Mit knirschenden Reifen näherte sich Don. »Haben Sie noch Anmerkungen zu den Tatendrang, den Ihre Tochter uns geschildert hat? Irgendwelche?« Meine Mutter warf ihn einen sauertöpfischen Blick zu und schüttelte den Kopf. »Wie denn? Ich war nicht bei Bewusstsein. Dieses Tier hat mich niedergeschlagen. Als ich wieder zu mir gekommen war, hatte Catherine ihn umgebracht. Das ist er, wie Sie sehen können.« Dons Blicke wanderten zwischen uns beiden hin und her. Keine von uns fiel aus der Rolle. Er seufzte. »Na dann, meine Damen, kommen Sie. Der Helikopter wird uns zum Flughafen bringen. Versuchen wir es noch einmal.« 8 Stunden später lief ich den Korridor eines Militärkrankenhauses in Texas entlang. Don fuhr im Rollstuhl neben mir her. »War's das?« Zu Bejahung knurrte er. »Catherine Crawfield wurde offiziell vom FBI liquidiert, als sie bei ihrer Verlegung einen Fluchtversuch unternommen hat. So haben wir die Massenkabulage auf den Highway gestern erklärt. Irgendeine Leiche wurde als ihre ausgegeben.« Ich nickte. Nur um Timmy tat es mir leid, weil er es glauben würde. Naja, vielleicht auch nicht. Schließlich war er ja der Verschwörungstheoretiker. »Und warum habe ich Ethan Oliver umgebracht?« Don lächelte kühl. »Ein sinnloser Gewaltakt. In Anbetracht von Olivers Wahlkampagne hielt ich es für passend.« Ich erwiderte sein Lächeln nicht, fand es aber auch passend. »Tate wollte mich sprechen?« »Kaum, dass er zu sich gekommen war. Die Ärzte behalten sich mit den Schmerzmitteln ein wenig zurück, sonst würde sich die Unterhaltung ziemlich einseitig gestalten.« »Wie schwer sind seine Verletzungen?« Zynischerweise war ich eher neugierig als besorgt. »Beide Beine und beide Arme gebrochen, 6 Rippenbrüche, angebrochene Schlüsselbein, gebrochene Nase, innere Blutungen, Abschürfungen und niedrige
Hämoglobinwerte. Seine Genesung wird noch Wochen dauern. Wir werden sehen. Tate Bradley steckte in einen Kokon aus Gips und Mullbinden. Seine Augenlider flatterten, als wir zur Tür reinkamen. Ich zog mir einen Stuhl heran und setzte mich. Hallo. Ein gequälter Blick traf mich. Habe ich es ins Team geschafft, Kate? Seine Stimme war ein heiseres Flüstern, aber die Worte brachten mich beinahe zum Lächeln. Beinahe. Sie wollen sich also Schmerzen regelmäßig aussetzen? Scheiße, ja. Leise, aber bestimmt. Ich schüttelte hämisch den Kopf. Dann gratuliere ich Tate. Sie sind das erste Teammitglied. Ich stand auf und wandte mich an Don. Holen Sie einen Pfleger und lassen Sie mir das Blut abnehmen. Mindestens einen halben Liter. Tate braucht eine Transfusion. Don warf mir einen verständnislosen Blick zu. Sie wissen gar nicht, ob Sie die richtige Blutgruppe haben. Sie müssen erst getestet werden. Ich musste lachen. Meine Blutgruppe ist für jeden die richtige. Halbvampir mit einem Extraschuss Dracula-Uralt. Meine Superkräfte werden innerhalb der nächsten paar Tage verschwunden sein. Ich schlage also vor, Sie machen davon Gebrauch, solange sie noch wirkt. Das ist nämlich Lektion 1 im Klugscheißerkurs. Vampirblut hat Heilkräfte. Morgen Abend ist es schon wieder auf den Beinen. Wir müssen sofort mit dem Training anfangen. Es gibt viel zu tun. Ich krempelte mir den Ärmel hoch, während Don eilig Fachpersonal herbeirief. Was für Weisheiten haben Sie denn noch auf Lager? Wollte er wissen. Meine Augen strahlten ihn smaragdgrün an und er ergab einen überraschten Laut von sich, als der Glanz sein Gesicht erhellte. Darauf kommen Sie in Ihren wildesten Träumen nicht. Später, als meine Mutter und ich in einer militärischen Einrichtung untergebracht waren, ließ ich den Gedanken an Bones zu. Schon vor Stunden musste er zurückgekommen sein und meine Nachricht gefunden haben. Darin hatte ich ihm in aller Kürze versucht zu erklären, dass an meinen Händen nicht noch einmal das Blut meiner Lieben kleben sollte. Wie clever er auch alles eingefädelt hatte, früher oder später wäre die Regierung uns doch noch auf die Schliche gekommen. Oder einer der entkommenen Vampire hätte uns aufgespürt. Oder meine Mutter hätte mit ihren Hass und ihren unvermeidlichen Fluchtversuchen unsere Beziehung zerstört. Auch die Zeit hätte gegen uns gearbeitet. Ich wäre gealtert, er nicht. Wir mussten mit unserem Schicksal klarkommen. Alle. Die Schlachten kämpfen, die wir gewinnen konnten. Doch als der Schlaf endlich kommen wollte, in jeden Zustand, in den das Bewusstsein fast ausgeschaltet ist, die Logik nicht existiert und die Träume beginnen, da konnte ich beinahe Bones Stimme hören. Flüsternd wiederholte er das Versprechen, das er mir schon vor Monaten gegeben hatte, als unsere Beziehung noch ganz neu war, und ich fragte mich, ob es ein Zeichen gewesen war. Und ob er es wirklich ernst gemeint hatte. Du kannst vor mir fliehen, aber ich werde dir folgen. Und ich finde dich.